Es kommen viele neue spannende Elektroautos in den nächsten Monaten auf den Markt. Und ich freue mich, dass wir mit dem Nissan Ariya eines der spannendsten Fahrzeuge überhaupt haben. Wir haben dazu auch schon einen sehr ausführlichen Film gemacht. Und ich freue mich, Felix wird uns heute einige Updates zu dem Thema geben können. Also, bevor wir richtig durchstarten, vielleicht hat der eine oder andere sich ja mit dem Fahrzeug noch nicht beschäftigt oder kennt unseren großen Film noch nicht. Erstmal so ein Raffer, was ist das für ein Auto? 10 Jahre Erfahrung in der Elektromobilität sind da eingeflossen. Wir haben SUV-Größe zwischen Qashqai und X-Trail. Und echter Four-Wheel-Drive, ne? Genau. E-Force heißt das. Ja, also wir haben die Möglichkeit, bei 2 Batteriekapazitäten beide mit einem Allradsystem auszustatten. Revolutionär insofern, dass die Vorderachse einen Elektromotor bekommt und die Hinterachse einen Elektromotor bekommt. Er kann auch richtig was ziehen. Genau, also Anhängerkupplung, 1,5 Tonnen Anhängelast, ein ganz toller Innenraum mit Seamless, also keinen Knöpfen, sondern alles in das Interieur integriert, dann nur haptisch und beleuchtet die Knöpfe zu betätigen. Also in Summe. Reichweite noch fehlt noch? Genau, Reichweite bis zu 500 Kilometer Reichweite. Ja, da fehlt noch die genauen Werte, aber bis zu 500 Kilometer. Ganz, ganz viele Assistenzsysteme mit dem ProPilot in der nächsten Generation, der das Auto ja teilautonom bewegen lässt. Displays, Konnektivität auf allerneuestem Stand. Ja. Also ich sage einfach, viele Werte, einfach absolute Premium-Klasse, aber vom Pricing fair, denn es liegt preislich ungefähr Zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Und wenn Sie diese Werte vergleichen mit zum Beispiel deutschen Herstellern, da sind Sie auch sehr schnell im 6-stelligen Bereich. So, jetzt wollen wir aber ein bisschen Updates geben, denn wir haben auch an der Resonanz des ersten Films gesehen, da gibt es doch viele Interessierte. Und was haben wir Neues? Ja, also das Preisthema, da nähern wir uns jetzt ein und kennen die Range. Tatsächlich irgendwo knapp über 40 wird es anfangen und sich dann bis zu 60.000 Euro bewegen. Ist aber voll förderfähig, ne? Also wir haben da richtig genau, die Möglichkeiten. Genau, der hat dann die Fördermöglichkeiten. Wir wissen außerdem, dass wir ab Jahresanfang, also irgendwann im Januar, die Autos konfigurieren und vorbestellen können. Also da können wir uns schon die ersten Autos sichern. Alle, die da Interesse haben, gerne jetzt schon uns das Signal geben, dass ihr die ersten seid, denen wir ein Angebot zukommen lassen können und natürlich die dann auch bestellen und in die erste Auslieferung bekommen. Ich muss noch dazu sagen, gewisse Fahrzeuge werden ja wirklich sehr, sehr gut angenommen und es gibt wirklich viele Vorbesteller. Hier zeichnet es sich jetzt schon ab, dass es eine riesen Nachfrage nach dem Modell ist. Ja. Wer wirklich sagt, ich weiß, also ich meine es nicht, aber es gibt Menschen, die so mutig auch sind und sagen, ohne jemals drin gesessen zu sein, ich will dieses Auto haben. Wer tatsächlich beim Nissan Ariya darüber nachdenkt, der sollte jetzt vielleicht schon tatsächlich diesen Schritt machen, denn die Vorbestellungen sind jetzt schon da in großen Mengen. Ja, genau. Also wir haben jetzt einen Interessepool, das bauen wir jetzt auf. Und dann gibt es eben die konkreten Angebote, sobald wir rechnen können und die Preise finalisiert sind. Dann wird es ein Einführungsmodell geben, also so eine Sonderedition, die es nur zur Einführung dann gibt, wo dann mit Sicherheit auch preislich sehr interessant ist. Und dann sollen die ersten Autos im Herbst in die Auslieferung kommen. Also der Kunde bekommt das Auto dann. Ja? Das ist dann auch ein Rhythmus, wo es die unterschiedlichen Batterien und die unterschiedlichen Antriebe, also Four-Wheel-Drive, das kommt dann nochmal unterschiedlich, aber in Summe geht es ab Herbst 2021 los, dass Kundenfahrzeuge ausgeliefert werden und dann sind wir schon dabei. Wissen wir schon konkret noch mehr Details zum Fahrzeug selber, zu Ausstattungsvarianten, zu Leistung? Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bis spätestens Mitte Januar dann definiert. Es wird mit Sicherheit verschiedene Ausstattungsvarianten geben, wo dann optional einige Optionen noch dabei sind, die man dann dazu auswählen kann. In Summe freuen wir uns sehr stark drauf, sind total gespannt und freuen uns, wenn wir da endlich loslegen können und da die Begeisterung dann auch im Kundengespräch rüberbringen können.
Gut, dann glaube ich, ist das das nächste Update. Genau, und dann folgt, sobald wir den nächsten Schritt kennen und wissen, halten wir euch hier auf dem Laufenden. Auf dem Laufenden. Man hat ja parallel einige Bildimpressionen, Filmimpressionen sehen können. Und genau. So werden wir, sobald was Neues da ist, wieder vor die Kamera stellen. Und dann hoffe ich, dass, wenn Fragen sind, bitte ab in die Kommentare. Wir beantworten wirklich jedes Kommentar, freuen uns natürlich auch über jedes Like. Genau, und das Interesse dann, wir verlinken das auch nochmal im Beschreibungstext, wo man dann sein konkretes Interesse hinterlegen kann. Und wir informieren dann, sobald es was gibt. Und damit Sie nichts verpassen, YouTube-Kanal abonnieren, dann erleben Sie alles. Und bei uns gibt es Themen von Elektromobilität, über Camping, über Sportwagen, über Tipps und Tricks, über Fördermittel. Dann bleiben Sie uns erhalten und dann sehen wir uns bald wieder mit neuen News über den Ariya. Nissan Ariya. Jawohl. Vor der Kamera. Dankeschön. Perfekt.